Ausstiege gibt es bei gute Zeiten, schlechte Zeiten fast schon regelmäßig. Doch mit Alicia, gespielt von Josephine Bressel, dürfen sich Fans ab dem 24. Oktober auf ein neues Gesicht im Kolle Kiez freuen. Mit gepacktem Koffer und einer ordentlichen Bewerbungsmappe sitzt Alicia in der U-Bahn auf dem Weg in ihr neues Leben in Berlin. Die gelernte Kauffrau für Berufsbekleidung hat nämlich bereits einen neuen Job in Aussicht. Assistentin bei Flederbeck. Doch Emily könnte in ihrem Laden nicht nur eine neue Assistentin gebrauchen. Denn wie bereits feststeht, wird ihr Partner Sascha, gespielt von Daniel Noah, den GZSZ-Kiez verlassen. Eine gute Freundin könnte sie also durchaus auch gebrauchen. Doch ganz so leicht wird es Alicia scheinbar nicht gemacht. Denn bei ihrer Ankunft trifft sie bereits auf einige Kiezbewohner, die ihr das Leben schwer machen könnten. Katrin, die eher kühlere Businessfrau, Carlos, der obwohl Alicia vergeben ist, sein Glück bei ihr versucht und letztlich noch Paul, der ihr wohl bei ihrem neuen Job Steine in den Weg legen will. Ob ihr Leben in Berlin so wird, wie es sich Alicia vorgestellt hatte, bleibt abzuwarten.